Was geht ab? Ich bin Basti von vegansixpack.com und heute geht es darum, wie oft du tatsächlich trainieren solltest, damit du Erfolge siehst. Let's go! Es geht darum, wie oft Fitness tatsächlich wirklich was bringt, weil es gibt ja 1 Million verschiedene Trainingspläne, es gibt 1 Million verschiedene Arten, Fitness, Bodybuilding, was auch immer zu trainieren. Und die Frage ist, wird ja oftmals gestellt, wie oft soll ich denn wirklich trainieren und welche Einheiten soll ich machen? Soll ich Push machen, Pull, ein Ganzkörpertraining, soll ich mehr Rücken machen, mehr Brust, soll ich wirklich die Beine trainieren, obwohl ich in den Club gehe und man die gar nicht sieht und was es nicht alles für verschiedene Sachen gibt. Unterm Strich ist eigentlich nur entscheidend, dass du regelmäßig trainieren gehst und auch die großen Muskelpartien ansprichst. Also ob du jetzt zigmal einen Ganzkörpertraining-Split machst oder ob du wirklich nur 1-2 Mal Push-Pull machst oder was auch immer, spielt unterm Strich gar nicht so eine große Rolle. Das Simpelste wäre, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich habe gar nicht so unendlich viel Zeit, um einen Push-Pull-Beine-Split 6 Mal die Woche zu trainieren, wäre eigentlich, wenn du zum Beispiel auf ein Jahr gesehen wirklich 2 Mal die Woche den ganzen Körper trainierst. Das ist viel wichtiger, als dass du 1000 neue Übungen ausprobierst und guckst, dass du immer irgendeinen neuen Reiz setzt oder was auch immer. Das heißt, mach wirklich die großen Hauptübungen. Trainier mit einer komplexen Einheit viel von der Brustmuskulatur. Trainier viel vom Rücken. Guck drauf, dass der Core nicht kurz kommt, dass du wirklich stabilisierende Übungen für die Körpermitte machst, für den Rumpf und natürlich auch die Beine. Das heißt, mach große Übungen wie Kniebeuge, also die Squats, mach Deadlifts, Kreuzheben und Benchpress, Bankdrücken. Wenn du genug Zeit hast und du kannst einen schönen Push-Pull-Split machen, also Brust, Rücken, die ziehenden, die drückenden Bewegungen, auch irgendwie einen Beintrag oder was auch immer, dann kannst du das natürlich auch regelmäßig machen. Unterm Strich ist wichtig, dass du die großen Übungen nicht vernachlässigst und dass du halt wirklich dein Leben lang trainierst und nicht irgendwie jetzt mal hier 8 Wochen lang durchziehst und du eine Topfigur hast und dann war's das. Behalte wirklich diesen Stil bei und guck, dass Fitness in dein Leben mit einfließt sozusagen und du regelmäßig wirklich deinen Sport machst. Ich hoffe, dir hat das Weite geholfen. Schreib mal 1-2 Kommentare, wenn du vielleicht Fragen dazu hast. Bis zum nächsten Mal.